Hallo und herzlich willkommen bei Felix HD Games hier zu einer neuen Runde Survival Games mit dem Survivecast. Hallo. Hallo. Und wie ihr seht, ist immer noch nicht mein PC da. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann bleibt einfach mal dran. Und ja, wir sind hier auf dem Minecrafter 1905 Server. Und da geht's auch schon los. Und ich muss mich jetzt kurz auf die Kisten konzentrieren. Und so. Lalalala. Ah, ich habe ein Holzschwert, das muss reichen fürs Erste. Okay, go. Rennen. Wohin? Renn einfach weg, renn weg. Ah, ich renn schon. Okay, aber in welche Richtung? Okay, gut. Renn einfach weiter. Also, mit meinem PC. So, es war zumindest so, wir hatten den ja bestellt und das hatte ich auch schon in dem einen Video da erzählt, dass der halt ankam und dann hat er nicht funktioniert. Dann haben wir uns bei One.de gemeldet und die haben uns dann gesagt, dass die uns einen Abholschein schicken wollen und was sie aber nicht getan haben, selbst nach einer Woche nicht. Und jetzt haben die erst, haben die danach gefragt nach der Seriennummer? Ich glaube, das war Montag, kann das Dienstag, sein? Dienstag sogar haben die danach gefragt. Und bis jetzt habe ich halt immer noch keine Rückmeldungen diesbezüglich. Und ich weiß nicht, auf was ich das verschieben sollte. Und ja, soweit zum PC. Also da gibt es nicht besonders viel Neues. Also falls ihr schon mal, oh Gott, laut. Falls ihr schon mal Erfahrungen mit One.de gemacht habt, dann schreibt es in die Comments. Wenn es positive sind, ne, das freut mich dann natürlich auch. Ich hab den gleich, dann hast du auch ein Holzschwert. Insofern ich ihn hab. Oh fuck, der hat mich ernsthaft getötet. Oh nein. Das ist jetzt ein Scherz. Weil er Block hätte, der Spasti. Ich hätte schwören können, ich hab den so oft, so viel öfters getroffen. Egal, ja, wir hängen einfach eine neue Runde hinten dran, damit wir nicht alles nochmal neu sagen müssen. Bis gleich. Oh, okay, gut. Und da geht's auch schon weiter, hier bei der nächsten Runde. Das hat jetzt gerade eben etwas stockender aufgehört. Und wir haben uns ein bisschen aufgeregt über denjenigen, der uns getötet hat. Falls er das sieht und sich dadurch beleidigt fühlt, das tut uns leid. Und ja, jetzt geht's hier weiter in der Survival Games, keine Ahnung was Map. Und das ist wieder dieser übel laute Donner. Zumindest bei mir laut. Deswegen habe ich Sound aus. Ich hab, zwei Schwerter, okay. Also falls du eins brauchst. Ich hab drei. Komm mit. Ah, okay. Lol. Und, oh, warte mal, ich mach kurz den Sound aus, weil der irritiert mich nur. Okay. So. Auf jeden Fall. Für die Leute, die gute Erfahrungen mit One.de haben, die können das ja in die Kommentare schreiben. Ich habe mich, jetzt nochmal ein bisschen umgehört. Es gibt zwar Leute, die haben auch Probleme damit gehabt. Ich will jetzt nicht wirklich die Firma schlecht machen. Also Luke Place, der hatte ja auch gute Erfahrungen damit. Und also ich schätze mal nicht, dass die mich da in irgendeiner Weise abziehen sollten. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass das so schnell wie möglich kommt. Und ihr werdet euch bestimmt wundern, warum in letzter Zeit etwas weniger Videos kamen. Ich gebe dir mal hier kurz ein bisschen Essen. Lag genau daran, dass ich halt ein bisschen Schulstress hatte und dann habe ich mich halt nebenbei auch noch mal anderen Sachen gewidmet, deswegen kam jetzt eine Woche kein Video. Ich hoffe mal, das könnt ihr verstehen. Also, ihr seid ja die Coolsten, deswegen könnt ihr das eh verstehen. Und deswegen schätze ich einfach mal, dass das jetzt nicht so das große Problem sein sollte. Wenn ich nämlich, wenn ich meinen neuen PC habe, dann wird werden Videos kommen, was ich auch schon 10 Milliarden Mal gesagt habe. Und, vor allem mit dem Wieland und mit dem Blackcraft. Da haben wir uns nämlich schon was ausgedacht. Und, Und wir waren auch ein bisschen überrascht, weil eigentlich war es ja geplant, dass, was weiß ich, vor wie vielen Wochen wir schon, dass er schon halt mit seinem eigenen PC Videos machen sollte und so. Und deswegen waren wir auch überrascht, dass das jetzt doch alles so lange dauert und dass One.de sich da so viel Zeit lässt. Und deswegen, das hat auch ein bisschen die Videoverzögerung zufolge. Genau, das trifft's haargenau auf den Punkt. Und da kann ich auch leider nichts für. Da kann auch, denke ich mal, One.de nichts für, wenn die vielleicht etwas mehr zu tun haben. Und, Ja. Also, ich denke mal, dass, also der kam ja auch schnell, also der kam ja relativ schnell eigentlich dann an. Nur halt, ne. Die zwei Wochen, die er halt gebraucht hat, um anzukommen, das habe ich schon als lange empfunden. Und jetzt warte ich ja jetzt schon seit über zwei Wochen, dass die überhaupt abgeholt wird. Und, keine Ahnung. Ich muss damit leben, was dagegen tun kann ich eh nicht. Und ich hoffe einfach mal, dass sie mir treu bleibt. Und, Ne? Also, ich muss zugeben, ich habe diese Map so selten erst gespielt und da hat es gerade geblitzt. Da ist wohl gerade einer. Ne, da ist einer gestorben. Das ist einer mit Iron Sword gewesen. Also, oh mein Gott. Mal lieber von da weg. Und da es hier eh nur so eine Erzählrunde ist, denke ich einfach mal, ist es eh egal, wenn wir sterben.
wenn wir sterben, ist das sowieso egal. Unsere Leben sind also sowieso sinnlos. Vor allem das von Wiedern, das ist übertrieben sinnlos. Ja, meine Existenz hat keinen Wert. Dein Treiben auf dieser Erde, ja, genau, sollte ein Ende haben. Oh mein Gott, ein Gegner. Ja, ich frag mich doch, warum er da runtergesprungen ist. Der hat aber eine Goldrüstung. Au. Ah, wunderbar. Okay, warte, ich werf dir mal alles zu, was du gebrauchen kannst. Hat der eine Hose gedroppt? Nee. Ja, die habe ich aber gesnackt, die Hose. Okay, gut. Also die andere Hose. Die Hose der Hosen. Ich geb dir mal das hier. Yay, der sieht. Oh, das sind wir aufgegessen. Nom, nom, nom. So. Das Hähnchenfleisch, das will ich dir nicht geben, weil das ist nämlich nicht gut für deinen Körper. Ja, und vor allem bin ich Vegetarier. Schon Fisch ist eigentlich ein Verstoß gegen meine ethische Lebensweise. Also von stimmt, habe ich ja schon voll vergessen, dass du Vegetarier bist. Dich noch einmal vergessen. Ich bin voll der Hirnlose. Da musst du dein Gedächtnis trainieren. Weil Alzheimer ist nicht gut. Ja, Alzheimer macht nicht gut. Wer bist du? Hi, Felix. Da gibt's einen Witz, ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Der ist schon ein bisschen schlecht, aber trotzdem ist er gut. Also geht, mal gucken, ob ich ihn überhaupt zusammenbekomme. Geht ein Mann zum Arzt und der sagt, ja, ich habe zwei schlechte Nachrichten für Sie. Erstens, Sie haben Krebs. Zweitens, Sie haben Alzheimer. Sagt der Mann, boah, zum Glück kein Krebs. Ich weiß nicht. Ich geb dir mal hier Mann. Essen. Mhm. Ist aber auch Fleisch. Ja, egal. Das ist rohes Fleisch, das zählt nicht. Ah, okay, stimmt. Ja. Das ist aus Bambus. Aus Bambus, genau, das ist, wie heißt, synthetisch. Das ist synthetisch und aus Soja noch dazu. Synthetisch und aus Soja. Ja. Damit es extra gesund ist. Perfekt. Damit die gesunde Würze dazu kommt. Also muss es dann roh sein. Ich meine, synthetisch und Soja ist ja in Ordnung, aber roh synthetisch und Soja. Ja, weil gebraten, da sind ja tierische Fette drin. Tierische? Ach, natürlich. Ich könnte daran nicht denken. Wenn du das brätst, dann wird das automatisch zu Tierfleisch. Ah, du meinst, okay, gut. So habe ich die Sachen noch nie betrachtet. Wer von euch noch Vegetarier ist, schreibt es in die Kommentare. Oder vielleicht sogar Veganer, wie der Liebe ungespielt. Ich hab gedacht, er hätte dann nur mal so eine Woche vegan gemacht oder irgendwie so als Test. Ja, das war auch, glaube ich, soweit ich das verstanden habe. Ich will da jetzt nicht hier falsch argumentieren. Ich glaube, das war sogar eine Testwoche oder sowas, weil das ja so in seinem Unterhaltungsrahmen war. Vorsicht, Eisenschwert. Der ist peaceful. Ja, ist mir egal. Okay, YOLO. Weil das so in seinem Unterhaltungsrahmen lag und aus dem Grund hat er das dann getestet und das hat ihm dann wohl so gut gefallen, dass er sich gedacht hat, dann probiere ich das doch mal weiter aus. Und da wollen wir nicht reinspringen, Wieland. Ja, wieso kommt man da nicht mehr raus? Nein, nicht da drin. Da kommen wir wieder raus. Aber wir können versuchen, von hier aus die Items zu erhaschen. Und wie viel hast du erhascht? Ich habe einen Eisenhelm für dich. Ich habe das Eisenschwert. Oha. Ah, ich habe auch ein Eisenschwert. Hä, hat er jetzt... Oho. Oh, watch out, we got a badass over here. Oh, da kommt jemand. Wo? Vielleicht gewinnen wir die Runde sogar. Das könnte sogar sein. Das wäre total eine Meisterleistung der Unterhaltung hier auf der Dutube. Hast du das eigentlich mitbekommen mit diesem Dislike-Entfernungs-Bug? Nee. Da wurden nämlich erstmal für eine kurze Zeit alle Dislikes zu den Likes hinzugezählt. Wie jetzt? Und zu dem, zu dem momentanen Punkt, also ich hatte das Gefühl, die wollen den Dislike-Button entfernen und das war nur so eine Art Testphase. Das war halt noch ein bisschen buggy und den habe ich getötet. Den habe ich weggefistet, Junge! Und, ist doch eigentlich voll gut, ich mag den Dislike-Button nicht. Ich mag den auch nicht. Der also soll wegbleiben. Ich schätze mal, dass es nur so zur Testphase war. Und, deswegen ist er jetzt wieder, also jetzt ist noch der Dislike-Button da. Man kann auch wieder disliken. Jetzt kann ich zum Glück wieder meine eigenen Videos disliken, um mein Selbstwertgefühl runterzureißen. Okay, gut. Das hat gefehlt, oder? Ja, das hat echt gefehlt. Also, das hat mich schon selig auseinandergerissen. Sag mal, das Raw-Chicken tue ich auch mal weg. Weil ich bin nicht so der Typ, der auf die Chicks steht, verstehst du? Ach so. Mehr so auf die Bunnies. Oh, der hat ja schon wehgetan. Okay, warte, wie viele leben denn noch? SG List. Ah, wir beide! Ah ja, YOLO. Okay. Gut, ich kann meinen Fisch nicht mal... Oh, das ist aber kacke. Dann denke ich einfach mal. Also, ich habe
Habe ich schon erwähnt, dass wir hier auf dem Minecraft 1905 Server sind? Ja. Okay, sehr cooler Server, könnt ihr auf jeden Fall drauf kommen. Nein, so, hattest du nicht, aber. Na, der Scheiße, geht da nicht drauf. Okay, da hat einer YOLO in den Chat geschrieben, das bedeutet, wir sollen uns auf die Fresse hauen. 3, 2, 1, go! Okay. Ah, scheiße. Es wäre cool, wenn ich die erste. Nein, bin ich gestorben? Hab ich gewonnen? Yeah, du hast gewonnen, scheiße. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal, dass ich in so einer Runde gegen dich gewonnen habe. Weil bis jetzt, wir hatten ja schon oft solche Runden, habe ich immer gegen dich verloren gehabt. Das waren die Lecks. Ja, definitiv. Ja, okay, ich sag dann einfach mal, da wir jetzt nicht mehr so viel zum Reden haben, ich stelle mich jetzt nochmal hier elegant vor dich. Ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu traurig. Oh, komm immer näher, Baby. Ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig, dass mein PC jetzt noch nicht da ist. Der wird auf jeden Fall kommen und dann werden, wie gesagt, neue Projekte kommen. Und ich denke dann einfach mal, wenn ihr bis hier hingeguckt habt, dann schreibt einfach mal Vegetarier in die Kommentare. Und dann, schreibt nicht Vegetarier in die Kommentare, das ist uncool. Schreibt, sollen die Leute in die Kommentare schreiben? Schreibt, dass wir euch lieben. Okay, nein, das ist auch blöd. Okay. Okay, schreibt Sonnenblume in den Chat, falls ihr bis hierhin geguckt habt. Das ist eine gute Idee, ich sehe nämlich gerade Blumen im Hintergrund. Ah, okay, gut, hier. Okay, gut. Dann sage ich einfach mal, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt Sonnenblume in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einfach mal einen Daumen hoch. Guckt auf jeden Fall beim Mr. Minecraft vorbei. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann einfach einen Daumen runter mit Kritik. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.